Lassen Sie mich gehen, ja? Ich werde Sie auch nicht anzeigen. Ich vergesse das Ganze. Das ist zu erwarten, da Sie ja einen Hirntumor haben. Sie sind dieser Volldepp-Doktor, der fortwährend meinen Manager anruft. Ich leite als Volldepp die diagnostische Abteilung. Ich laufe jeden Tag und habe keine Kopfschmerzen, wenn Sie nichts ausmachen. Doch, das macht es. Ob Sie sterben, ist mir Schnurz. Aber wenn Brock Sterling in die Kiste geht, dann wird Anna nie erfahren, dass er der Vater von Marys Baby ist. Hilfe! Hilfe! Schnell, ein Rollstuhl! Hierher! Hören Sie, im letzten Monat hat sich Ihre Sprechgeschwindigkeit pro Zeile von 2,1 auf 2,9 Sekunden reduziert. Jetzt machen Sie mehr Pausen, alle 7 bis 9 Worte. Sie können den Text vom Teleprompter nicht mehr ganz wahrnehmen. Ist eine Einschränkung des peripheren Gesichtsfeldes und das bedeutet, Sie haben einen Tumor in Ihrem Okzipitallappen. Nur ein Test. Wenn alles gut läuft, bringe ich Sie nach Hause.